war ein sehr angenehmes Einkaufen. Es ist natürlich auch anders, als wenn man vor Ort filmt oder nicht. Das war dann eher so ein Durchflitzen. Ich weiß ja, was ich brauche, aber wie gesagt, sind ja so. Hallo zusammen, ich grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch ein Action-Haul, diesmal von zu Hause aus. Irgendwie haben wir in den letzten Wochen immer nur live vor Ort eben gefilmt. Ich weiß gar nicht wieso. Wir haben ja vor dem Urlaub ja immer einmal zu Hause, einmal vor Ort und das dann im Wechsel. Aber irgendwie war es jetzt nur noch vor Ort. Hey Dario. Dario ist ja die Sachen am Ausräumen. Heute zeige ich euch. So, jetzt ist es besser. Es war es eben so hell. Also heute zeige ich euch Produkte, die ich ständig nachkaufe, die ich empfehlen kann. Genau. Und wir legen direkt los mit einem Höschen, einer Boxershort. Da habe ich schon zwei mitgenommen und das ist das dritte. Die sind super bequem, wirklich. Und ich habe die jetzt eingekauft. Für die Periode. Das klappt richtig gut und die sind weich, haben sie in mehreren Farben. Kann man direkt hier abnehmen. Ich tue die immer waschen, ja, bevor ich die Sachen trage. Ne? Mag ich dann nicht so gern. Schon gar nicht, wenn das so Unterwäsche ist. Ja, so schaut es aus. Wie gesagt, haben sie in mehreren Farben. Das ist jetzt Größe. Da war ich mir total unsicher. SM. Wo steht's denn? Nirgendwo. Oder hier? Ach, hier. SM und S. Da dachte ich mir, ist schon klein. Ich brauche schon ML. Und es gab aber nur LXL. Und dachte mir wiederum, okay, das ist wahrscheinlich zu groß. Also, es passt. Hier oben ist es schon sehr eng. Und wenn ich die Periode habe und ich habe ja auch einen Nabelbruch, dann mag ich es eigentlich nicht so gerne. Und da muss ich sagen, dass ich das halt nicht so hoch ziehe. Ich lasse es schon sehr weit unten. Genau, also trage ich es und so ist es aber okay, wenn es hier so an der Seite so am Knöchel ist. Seht ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja. Waren jetzt auch mega günstig. Die ersten zwei, die ich gekauft habe, die waren im Wochenangebot. Ich weiß gar nicht, vor 2 Wochen. Oder letzte Woche, nicht, vor 2 Wochen meine ich. Und eine musste noch her, zum Wechsel eben. Ne? Genau, also richtig gut. Dann Küchenpapier habe ich eingekauft. Muss ich gleich mal drüben sortieren. Kaufen wir immer da. Wie gesagt, wir sind ja jede Woche da. Und jetzt zeige ich euch so Produkte, die ich da immer kaufe, jede Woche. Die halt so zusätzlich noch mitkommen zu den Sachen, wie, weiß ich nicht, was dann ansteht. Entweder irgendwas aus dem Wochenangebot oder wenn wir den Bastelwagen befüllen oder weil die Kinder sich was aussuchen. Hey Schatz, das geht nicht. Komm mal her. Ne? Das wollen wir nicht kaputt machen. So, das brauchen wir nicht kaputt machen. Legen wir hier oben hin, das ist so ein Bastelpapier. Wäre schade, wenn man das einfach nur zerreißen würde. Genau, dann machen wir doch direkt weiter. Küchenrolle. Küchenmülltüten. So, Mülltüten. Ob Küche oder nicht Küche. Zwei, wollte gerade sagen, ich habe zwei mitgenommen. Genau, zweimal 60 mal 80. Die haben aber auch noch welche andere da. Ich, oder hatten. Die waren kleiner. Ich habe nur irgendwie die Zahl 55 im Kopf. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur die gefunden. Die haben ja vieles nicht mehr, was sie hatten. Wie soll ich erklären? Wie zum Beispiel hier den. Das ist ja, Kosmetiktücher. Die hatten vorher immer andere da. Die haben sie aus dem Sortiment geholt. Und haben jetzt nur noch die und noch andere, also teurere. Die haben damals 59 Cent gekostet, 69, ich glaube eher 69. Mega günstig. Und jetzt habe ich die aber mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was jetzt anders ist. 200 Blatt. Zweilagig, die anderen waren auch zweilagig. Ob da auch 200 Blatt drin war oder mehr, weniger, das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Auf jeden Fall sind die teurer, ne? Um die 1 Euro. Ja,
Ich habe die auch immer so gerne eingekauft. Naja, dann kaufe ich die immer. Die kaufe ich immer nach. Die habe ich immer gerne zu Hause. Ich wechsle die regelmäßig aus. Das heißt, alle 3 Monate nehme ich mir dann eine neue. Genau. Richtig gut. Was ich daran gut finde, ist der Bürstenkopf. Ne? Der ist viel schmaler, so kleiner wie die anderen. Und damit komme ich halt viel besser überall hin. Ja, auch sehr gut geeignet für ältere Menschen, finde ich. Genau, weil die nicht so hart ist und weil sie eben auch klein ist. Richtig handlich und perfekt. Dann kommen wir hier zu dem. Den muss ich direkt mal gleich benutzen. Ich habe gerade einen im Gebrauch. Da ist auch noch ordentlich viel. Die benutze ich halt für Notizen, auch für meine YouTube-Videos. Hauptsächlich fürs Häkeln und manchmal... ja, bei einem würde ich gerne meine Videos planen und beim anderen meine Häkelanleitungen. Genau, weil ich mache ja alles freihändig oder aus dem Kopf frei. Das heißt, ich fange einfach an zu häkeln und so wie ich es dann häkel, schreibe ich es mir dann auf. Genau. Ich wollte das mal so handhaben, weil wer weiß, vielleicht bringe ich ja noch ein zweites Häkelbuch raus und dann hätte ich hier schon meine Anleitungen für mich, ne? Genau. So, dann hier die, die kann ich euch auch nur empfehlen. Die sind super, super gut. Vergleichbar mit Pampers. Genau, ich kaufe beides. Die haben ja auch Pampers da, ne? Aber die kaufe ich meistens bei Rossmann, weil dann hat man ja auch die 10%. Kann ich empfehlen. Die finde ich richtig gut. Dann den hier für Carlitos. Für Carlitos hört sich komisch an, aber Carlos putzt ja sein Badezimmer selbst und das finde ich ja richtig gut, dass die da so sein Badezimmer hat. Das haben wir ja irgendwie so, keine Ahnung, wir sind ja eingezogen und er war immer nur in dem Bad, ich in dem Bad drüben. Ja, keine Ahnung, jeder hat ja so seine Dusche und jeder hat es sich so eingerichtet, wie er mag und jeder macht auch sein Badezimmer selbst sauber. Ja. Heißt jetzt nicht, ich darf nicht bei Carlitos auf dem Klo oder ich darf sein Klo nicht sauber, natürlich, andersrum genauso. Aber wir haben das jetzt so, ne? Und das mag er. Ich mag ja lieber dieses Mr. Muskel und benutze ich auch schon mal. Ja. Das war jetzt Toilettengel, ne? Damit es einfach gut riecht und genau. Dann die hier, die kann ich euch empfehlen. Wir haben zwar noch welche, aber nicht mehr allzu viele und deswegen nachgekauft. Hundertprozentige Bambus, wie steht, Bambus, Papier und Papier. Genau, schaut so aus. Von Alvira, die mag es. Wirklich super. Zu empfehlen. Heute nur Empfehlungen von mir. Dann mein Lieblings-Kitchen-Cleaner, mein Küchenreiniger, den ich nicht nur für die Küche verwende, sondern wirklich für alles. Arbeitsplatte, meine Stühle, Tisch, Schränke, selbst Schrank im Badezimmer, bei mir im Schlafzimmer gerne die... Wie heißt es? Fensterbank oder auch im Wohnzimmer, überall die Fensterbänke. Ich benutze das eigentlich für fast alles, weil ich diesen Duft sehr mag. Ich benutze ja sonst wirklich nur Wasser und nichts anderes zum Putzen. Aber das hier, das mag ich sehr, sehr gerne und ich hoffe, dass die das niemals rausnehmen. Wir hatten ja jetzt vor 2 Wochen, hatten wir das nicht bei uns im Action? Und da dachte ich schon, die hätten es rausgenommen. Da war ich schon so leicht am Zittern, schon in Panik, ja. Also, keine Sorge, gibt es noch. Dann machen wir weiter mit diesen Schwämmchen. Die kaufe ich da auch immer regelmäßig. Die finden wir gut. Wir haben ja eine Spülmaschine, aber so für Töpfe und sowas. Ja, richtig gut oder größere Sachen. Dann für die Periode. Ach, hier ist noch ein drittes. Ich habe noch ein drittes mitgenommen. Ich wollte gerade nur die Größe gucken, ob das dieselbe ist. Ja, kaufe ich immer bei Action, zwar nicht immer die, das ist dann immer, ja, je nachdem. Die hatte ich jetzt beim letzten Mal gehabt, die war nämlich auch in dem Wochenangebot, fand ich richtig gut. Also Always ist schon, mag ich schon sehr, sehr gerne, muss man sagen. Aber die haben ja auch da die, welche, die nochmal günstiger sind. So lilane und die andere Packung, ich weiß, wenn es die grün, ich mag beides. Wirklich sehr, sehr gerne, kaufe ich nur noch da eigentlich und zu empfehlen. Was ist mein Schatz? Willst du getragen werden? Dann haben wir hier von Kneipp, Kneipp liebe ich, kaufe ich auch immer wieder gerne nach.
Ja, Badezeit folgt ja demnächst. Ich liebe das Einzige, was ich so mag, ne, im Herbst, Winter, diese Badezeit. Oh mein Gott, wenn ich da in der Badewanne bin und ich kann ja, chillen und kann dabei, weiß nicht, manchmal gucke ich was dabei oder lese tatsächlich. Ja, ich habe wieder mit Lesen angefangen. Und also lese jetzt mehr als ja, vorher. Und der hier ist zu empfehlen. Oder allgemein die Produkte von Kneipp. Ja, Schatzi, ich nehme dich sofort, Baby. Dann für Luisa von Peppa, weil sie Peppa ja liebt, ne? Die sind mega günstig, um die 1 Euro, wenn nicht sogar unter einem Euro. So? So, Schatz? Dann komm, leg dich hin. So, oh, bist du müde? Richtig gut. Dann kaufe ich ja schon seit, ja, wahrscheinlich Jahre, hier die Colgate. Benutze ich, Carlitos und Jano auch schon mal. Auch zu empfehlen, auch preislich, glaube 1 Euro irgendwas. Richtig, richtig gut, sind auch oft im Wochenangebot. Dann habe ich die wieder eingekauft, weil ich die auch sehr gerne mag und Carlos auch. Genau, die kostet dann 1,79 meine ich. Kostet ein bisschen mehr. Benutze ich gerne morgens. Als andere gerne abends, das morgens. Oder eben andersrum, ich will damit sagen, einmal am Tag. Hey Schatz, du willst auch alles gucken, oder wie? Dann habe ich den hier eingekauft. Ja, das andere haben sie nicht mehr, ne? Das, was ich mal vorher gerne eingekauft habe. Leider nicht. Ja, hier habe ich nur noch das drin. Hatte davon mehrere gekauft. Aber so an sich auch eine Empfehlung. Also preislich und das ist auch nicht so, wie sagt man, scharf. Also schmeckt nicht so krass nach Minze. Das geht noch, ne? Hey Baby, was ist? Hä? Willst du dich auch mal zeigen? Hä? Der will getragen, weil er ist total müde. Das war's zum Action Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und beim nächsten Action Haul, dann filmen wir wieder vor Ort. Genau, es war ein sehr angenehmes Einkaufen. Es ist natürlich auch anders, als wenn man vor Ort filmt oder nicht. Das war dann eher so ein Durchflitzen. Ich weiß ja, was ich brauche, weil wie gesagt, sind ja so Sachen, die ich ja, die wir wirklich immer benutzen und das ist ja schon so, ich sag mal, unser Wocheneinkauf. Genau, man braucht ja nicht immer alles, ne? Wenn man das jetzt gekauft hat, braucht man ja nächste Woche nicht nochmal Nachschub. Das, da kann man wieder in 14 Tagen nochmal gucken, ne? Genau. Dario. Wir haben ja noch so ein paar Favoriten. Und die Sachen, die wir ständig nachkaufen, haben wir aber noch da. Und deswegen diesmal nicht eingekauft. Habe ich euch aber auch schon mal gezeigt, ne? Ja, Dario. Werf alles runter, mein Lockenkopf. So, kurz noch zu den Wochenangeboten. Ja, die sind ja schon lange nicht mehr so gut, wie sie mal waren irgendwie. Ich finde so Sachen, die im Wochenangebot sind, auch so preislich, die sind ja noch teurer, als sie damals noch günstiger waren. So, damit aber nur sagen, das macht überhaupt keinen Spaß mehr, ne? Ja. Ich gehe zwar noch sehr gerne zum Action, es ist ja auch so noch, ja, mein Lieblingsladen, weiß ich nicht. Sag mal, es ist mein zweites Zuhause, aber diesmal hatte ich ein anderes Gefühl beim Einkaufen. Es war einfach anders, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber so Bastelzeug, ne, oder so Sachen für die Kinder, Malbücher und so, das lieben sie. Und das kriegst du da richtig, richtig gut. Hm? Die Action-Tüte. Das ist die schönste Action-Tüte, die sie rausgebracht haben. Ja, Sommer eben, ne? Das ist so genau meins. Och, Leute, jetzt kommt der Winter und man merkt es auch schon dort, ne? Da ist Halloween und ganz viel Herbstartikel und es fehlen wirklich nur noch die Adventskalender. So, an dieser Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 10 Uhr. Tschüss, bis morgen.